Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun, die vergessene Epoche. Ja, im letzten Mal haben wir die Gamma-Schatue abgeschlossen und ja, jetzt können wir wieder auf die Weltkarte zurück. Und ja, unser nächstes Ziel ist ja jetzt, wir haben ja jetzt den schwarzen Ball zurückerlangt. Und ich gebe übrigens mal die ganzen Schmiedesachen, gebe ich übrigens mal Aaron. Warum? Keine Ahnung. Der bekommt das jetzt einfach. Ja, nee, das war die Speed-Taste. Das war der falsche Knopf. Ich wollte noch ein bisschen das Inventar sortieren. Moment, das dauert noch ein bisschen. Warte mal, die hat die Spiele-Dinge. Das heißt, sie bekommt auch die Glücksmedaille, nicht wahr? Ja, der nächste Ziel ist auf jeden Fall, wir müssen jetzt zu Aarons Schiff zurück. Weil wir können ja jetzt das Schiff bedienen. Aber vorher werden wir noch einen kleinen Zwischenstopp in Madra machen, weil ich glaube, da können wir einige Sachen tun. Und ja, das werden wir tun. Ja. So, ich glaube, die Nüsse gebe ich Aaron. So, okay. Und außerdem wollte ich euch noch ein paar Beschwörungen zeigen, weil wir haben ja so ein paar Beschwörungen noch nicht gesehen. Also von Erde haben wir, glaube ich, das dritte auch noch nicht gesehen, oder? Nee, nach Ramses, das haben wir noch nicht gesehen. Das werde ich gleich mal zeigen. Dann das von Wind haben wir das dritte schon gesehen. Aber von Wasser können wir jetzt das vierte sehen. Das möchte ich euch noch zeigen. Und von Feuer haben wir es, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, dann zeige ich euch nämlich noch schnell im nächsten Kampf Erde. Und vielleicht nicht an einen Gegner unbedingt. So, Sarkophag! Finde ich immer noch cool, die Aufheulung. So, und hier können wir auch noch ein bisschen was machen, ne? Weil hier hatten wir ja kein Frost damals, wo wir das erste Mal hier waren. Und ja, ich beschwöre erstmal Erde und dann beschwören wir noch Wasser. Ich glaube, Erde wird schon ausreichen. Machen wir den Kampf nur Erde. So, und Ostara! Ja, ne? Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Einfach nur schön. Einfach mal ein riesiger Baumfrosch erscheint und, ja. Hä? Und so. Ist klar. So, dann Aaron. Lassen wir mal den Frost machen. Yay. Alles klar. Dip. So, und hier werden wir mal den vierten, unsere erste Viererbeschwörung von Wasser beschwören. Auf geht's. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, Aaron hatte zwei Wasser-Gins dabei gehabt, wo er ins Team kam. Und Aaron ist extrem langsam. Ach du Heilige. Boreas. Oh yeah! In your face 260 Schaden! Oh ja, die vier, die machen so ein bisschen Damage. So ganz leicht. So, hier oben können wir noch einen Chin holen. Das werden wir doch gleich mal tun. Da brauchen wir aber Wachstum. Hat denn irgendjemand Wachstum? Ah, Cosmo hat Wachstum. Schön. Können wir nämlich auch außerhalb von einem Kampf einsetzen, Wachstum. Nicht nur im Kampf. So, sind die Chins wieder bereit? Natürlich nicht. Oh, hallo, Dreiergegner, ne? Euch mache ich schnell platt. Feuerschlag und Blitzgewitter und du magst. Ich kann euch ja auch eigentlich mal Excelsior zeigen, ne? Ach komm, ich zeige euch mal schnell Excelsior. Ist nämlich auch eine schöne Attacke, wenn die Gegner es überleben. Eben vorausgesetzt. Und Chenna und Aaron sind extrem langsam. Ach komm, natürlich hat einer überlebt. Ach komm, dann zeige ich euch jetzt so Excelsior. Ich möchte euch nicht die Attacke mal zeigen, weil die ist extrem cool. Und Excelsior! Cool, macht nämlich 680 Schaden. Alter Fedowski. Wunderbar. So, ist jetzt eigentlich der Chin. Achso, der Chin ist ja schon verbunden. Okay, dann wie machen wir denn mal? Wir greifen mal mit Chins an, das dürfte schnell erledigt sein. Zack, 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 zack. So, dann mache ich wie immer hier den Sicherheitssafe, ne? Man kennt das ja.
So, und jetzt, auf geht's. Hallo, Chinilein. Na? Du hast keine Chance, Kollege. Jupiter Chinnerschein. Und wir greifen an. Und zwar Ostara. Und du beschwörst Tiamat. Und du beschwörst Brockne. Und du beschwörst Boreas. Brockne. Das wird wahrscheinlich am wenigsten Schaden machen. Weil Wind auf Wind, ne? Ist klar. Die. 102 Schaden trotzdem. Also, ne? Beschwörungen, die gehen schon ab. Mal sehen, wie viel Beschwörung er überlebt. Ich glaube, nach Erde wird er eh sterben. So, Tiamat macht guten Schaden. Und Boreas! Da kommt eine. Warum auch immer jetzt Aron schneller als Felix ist, es gibt manchmal keinen Sinn. Alter. Yay, Level Ups. Und dann kann er euch ja gleich die nächste Beschwörung zeigen, nicht wahr? Die nämlich die vierte von Wind. Der Jupiter-Chin-Wolke folgt Felix. Oh yeah. Und dann werden wir gleich verbunden. Haben wir, da haben wir doch jetzt überhaupt vier Jupiter-Chins. Das heißt, da wird doch wieder eine neue Klasse draus. Das ist ja super, ist das. Toll. Finde ich gut. So. Wups. Und schwups. Weil es wird auch... Genau, da wird er nämlich zum Feenritter. Kriegt einen ordentlichen Werteboost und lernt ein paar neue Attacken. Aber nichts Tolles unbedingt dabei. Was würde denn... Muss ich mal kurz schauen. Was würde denn Aron lernen mit vier Jupiter-Chins? Er lernt Wunsch auf ihn. Da wäre ein Wunsch. Und es gibt Nova übrigens. Das ist ja interessant. Inzwischen gibt es Nova. Wird sich ja das vielleicht sogar mal lohnen. Moment, ich muss mal kurz schauen. Weil Nova ist eine extrem starke Feuer-Synergie. Achso, das kann ich wieder nicht tauschen, weil er noch nicht verbündet ist. So dämlich. So lernst du auch Nova? Du lernst keine Nova. Wie habe ich denn bei der immer Nova gemacht? Mit Erde? War das mit Erde? Ja, mit Erde. Okay. Weil Nova möchte ich haben. Um ehrlich zu sein. Weil Nova ist cool. Aber die hat hier extrem wenig Mana. Egal, ich warte einfach nur auf mein viertes Erde. Dann schaue ich eh nochmal. So, wieder rückgängig alles machen. Ja. So, wer hat jetzt was gehabt? Du hattest die Teile. Und du hattest die, nicht wahr? Daddy! Ja, das dauert immer ein bisschen. Das sollte ich immer offscreen machen. Mein Gott. Aber na gut. Die richtigen Knöpfe sollte man auch drücken. So, jetzt aber weiter hier. Und ich wollte euch doch die Beschwörung zeigen. Mann, ich bin ein bisschen verpeilt gerade. So, Stirbige. Zack, zack. Und tot. Genau, du jetzt inzwischen. Ist klar. So, nämlich die Vierer, den Vierer von Jupiter. Der wird schön. Weil der war nicht schlecht. Ja, komm, eine Gegner. Dann hauen wir schnell um. Zack. Zack. Warum war jetzt Aron am schnellsten? Ach, nicht in der Frage. So, jetzt sind wir gleich wieder am Ausgang. Hallo, Typens. Und habt ihr schon gesehen, wir können nämlich jetzt Tor beschwören. Oh yeah. Schlaf bitte, schläfer nicht kurz mal ein. Danke. So, ein Tor. Und 370 Schaden. Alter. Ist klar. Ja, die vierer Beschwörungen, die hauen schon so ein bisschen rein, ne? Ist ganz leicht. So, Freunde, jetzt machen wir uns aber auf den Weg
Nach Madra. Ich hoffe, da komme ich dem Part überhaupt noch an. Ist ja schlimm. Da, di, da, di, lu, du, di, da, di, lu, di, la. Nein, da wollte ich nicht rein. Mann! Ich will da dran vorbeilaufen. Weil da müssen wir nämlich wieder über die Klippen oder durch die Klippen von Osenia. Osenia? Falsch. Gondovan. Und da können wir uns nämlich jetzt auch noch eine Kleinigkeit holen. Da da da. Da da. Da da da. Ba da da. Und zwar weiß ich nicht genau, wo das war. Aber es müsste doch hier irgendwo sein. Ach genau, hier. Also ich habe wieder. Ich habe ja die falschen Shins aktiviert. Hallo. So. Und Frost. Das war jetzt cool bedroht. Frost. Alles klar. So, wie komme ich jetzt da hoch? Vielleicht da hoch, da drüber springen, wäre so eine Idee. Ja? Flup, flup. Oder hat mir jetzt was gebracht? Da 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 da. Level up, irgendjemand. So, ich springe einfach mal da runter. Sehen wir, was es mir gebracht hat. Vielleicht komme ich jetzt. Jetzt komme ich zum Pilz. Gib mir den Pilz. Erhält Heilschwarm. Jawohl, den wollte ich nämlich haben. Weil den können wir nämlich bald abgeben. Und ich weiß jetzt auch wieder wo. Ja, das weiß ich doch. Hallo, Potzblitz, ne? Möchtest du Sterbigen? Und ja, One Hit. Okay. Ist klar. Heiltänzer. Flup. Ah, nee, das war falsch. Moment. Hier muss ich runterklettern. Jawohl. Alles klar. Nee, muss ich. Hä? Achso, hier rüberspringen. Nee. Hä? Wie komme ich jetzt da... Darüber springen? Ich will doch bloß hier raus, Mensch. Mehr will ich doch gar nicht haben. Da übrigens, da oben die Pfütze. Die erleichtert uns, falls wir mal wieder hier hin möchten, und das möchten wir bald wieder, erleichtert uns den Rückweg. So, und jetzt, wo war Madra? Da unten. Alles klar. Das heißt, ein bisschen wieder die Weltkarte durchkämmen. Da 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 da. So, wo ist Madra? Madra, where are you? Wir sind gleich da. Nur noch darum. Und dann kann ich das in dem Part sogar noch machen. Ist ja super. Hallo, na. Was geht? So, was konnte ich jetzt hier alles machen? Moment. Überlegen. Wir gehen erstmal dahin. Hi. Wer bist du denn? Habt ihr vielleicht ein Mädchen namens Minardi getroffen? Minardi? Hm. Kenner des ersten Teils werden jetzt ein bisschen verdutzt reinschauen, aber... ja, haben wir. Was habt ihr? Und... Ihr wollt mir sagen, dass meine Schwester tot ist? Ja? Wenn ihr mit euren Lügen nicht davon abhört, werde ich es selbst dafür sorgen, dass kein einziger mehr über eure Lippen kommen kann. Geht mir aus den Augen! Wo kann mir Nadine nur sein? Wo bist du, meine Schwester? Das wird bestimmt nicht bedeuten, ne? Dumm-diu. Wir gehen einfach mal da rein. Weil hier haben wir einen gewissen Typ, den wir doch kennen. Felix, du bist zurück. Und das Aaron mitgebracht. Nee, ich weiß nicht, wer es schwor. Egal. Oh, Aaron. Aaron, ich muss mich voll den Ärger entschuldigen, den wir dir bereitet haben. Es tut mir aufrichtig leid, dass wir dein Juwel verloren haben. Keine Sorge, alles hat sich zu guten gewendet. Aaron, du sagtest, du wolltest nach Gondovan. Hast du es denn geschafft? Ja, wir sind gerade erst zurückgekehrt. Und, hast du dein Juwel? Jo. Das ist tatsächlich von den Gibomber zurückbekommen. Unglaublich. Ich konnte es nur mit Hilfe von Felix und seinen Freunden schaffen. Ich wunderbar. Ich bin ja so erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, du würdest es nie wieder zurückzubekommen. Deswegen sind wir auch wieder hier. Wir wollen euch wissen lassen, dass wir Erfolg hatten. Besteht kein Grund zur Sorge. Mit Adjo,
jetzt wieder? Wenn du jetzt eine Mimi hast, warum bleibst du dann nicht noch eine Weile? Und glücklicherweise geht das leider nicht. Hey, habt ihr das Mädchen da draußen gesehen? Wir müssen nach. Wir müssen die Insel erreichen, auf der ich zu Hause bin. Aaron, bist du dir sicher? Nach all dem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, habe ich ein paar Dinge gelernt. Wie zum Beispiel? Wie die Tatsache, dass ihr wirklich gute Menschen seid. Und dass ihr viel auf euch genommen habt, aus keinem anderen Grund, als jenen zu helfen, die in Not sind. Ich habe erkannt, dass auch ich helfen muss, wo ich nur kann. Aaron! Ich habe meine Entscheidung getroffen. Je früher wir abreisen, desto besser. Nicht wahr, Crane? Lass uns die Segel setzen, Felix. Auf zu meinem Schiff. Auf zur östlichen See. Willst du denn wirklich schon wieder abreisen, Aaron? Vielleicht findet sich wieder ein Grund, eure Stadt zu besuchen. Aber jetzt muss ich gehen. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Es ist ihre Jugend, die ist mit ihnen, die ist ihnen geschadet, so beschäftigt zu sein. Aber wie kommt wieder? Das verspreche ich. Vielleicht bietet sich für unseren Besuch ein besserer Zeitpunkt. Lass bitte mich vorhin. Mich auch. So, ich glaube, das war's jetzt hier. Muss ich vielleicht das Haus verlassen, weil ich möchte noch was haben. Ah, so trigger ich das. Oh, Freunde, ich würde aber sagen, bevor wir herausfinden, was wir da schon getriggert haben, ja, werde ich erstmal den heutigen Part, denn das war's mal wieder für heute. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.